Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Hier mal ein kurzes Video, falls ihr einen Miele Geschirrspüler mit Turbotrocknen habt und wundert euch, dass Wasser aus dem Lüfter austritt. Um den Fehler zu beheben, öffnet ihr die Tür, entfernt links und rechts diese beiden Schrauben. Wie gesagt, auf beiden Seiten werden die Schrauben gelöst. Wenn ihr die Schrauben gelöst habt, schließt ihr die Tür und könnt die Vorderwand ganz einfach zu euch ziehen und abnehmen. Wenn ihr die Vorderwand demontiert habt, seht ihr einen kleinen Schlauch, der vom Lüfter zur Dosiereinheit führt. Schaut euch diesen Schlauch genauer an, den könnt ihr ganz einfach abziehen. Der ist nur aufgesteckt und meistens erkennt ihr in diesem Schlauch eine Verschmutzung. Hier sieht man es relativ gut, dass dieser Schlauch verstopft ist. Den reinigt ihr bitte. Reinigt auch in diesem Fall gleich die Anschlüsse. Zum einen von der Dosiereinheit und zum anderen vom Lüfter. Danach steckt ihr den Schlauch wieder auf und das Problem ist behoben. Im Lüfter entsteht immer etwas Kondenswasser, was durch den Schlauch abfließen soll. Und wenn der Schlauch verstopft ist, geht das leider nicht mehr. Achtet bitte auf bei diesem Rand drauf, der ist relativ scharf. Eine schöne Scheiße, jetzt habe ich nasse Füße. Du wolltest jetzt nicht zumachen, oder?